Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2017. Wir sind in Spa-Francorchamps. Ich habe tatsächlich erstaunlicherweise ein sehr überraschendes Ergebnis im Qualifying gefahren. Also da bin ich selber überrascht drüber, positiv überrascht natürlich, keine Frage. Die Leute, die es nicht gesehen haben, vorgestern am Montag ist es gelaufen, bitte einmal anschauen. Die letzte Folge natürlich, keine Frage. Und dann, oder ihr lasst euch einfach überraschen, was gleich passiert. Wir hören uns erstmal an, was Emma zu sagen hat. Mal sehen. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Platz 7 beenden natürlich besser als Esteban Ocon und in der Jahresmeisterschaft natürlich weiterhin Platz 8 ist Vorgabe. Ich glaube, da sollten wir, oder sind wir, glaube ich, auf einem guten Wege, was das betrifft. Motor haben wir getauscht zu, ich sage mal, 70-75%. Von daher ist das ganz okay. Wir haben die Entwicklung nochmal angestoßen. Das würde ich sagen, wir gehen einfach mal zum Rennen, oder? Wir gehen zum Rennen. Mal sehen. Startaufstellung. Hallo. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Williams, Vettel, Valtteri Bottas und Perez, Ricciardo, Ocon, Grosjean und Max Verstappen, Hülkenberg, Massa, Kevin Magnussen und Sainz Jr., Palmer, Kvyat, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Steig vor Kurve 1 nicht zu spät auf die Bremse, denn dort wird es wie immer eng werden. Weich auf die Auslaufzone aus, wenn nötig. Wie denn, wenn ich innen stehe, du Hirsch? Ach, der Erste steht auf der rechten Seite. Ah, lol, ich dachte, der Erste steht immer links. Okay. Dann ist das so. Kann es sein, dass Heiko Wasser eben einfach zu schnell war vom Sprechen her? Ich glaube, der war einfach zu schnell für die Grafik, ne? Das kann natürlich sein. Okay, Freunde. So, pass auf. Rennstrategie. Wir fahren natürlich weiterhin erstmal lila und dann auf rot. Gehen aber, was den Sprit betrifft, deutlich höher. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall aufgrund der Vollgasanteile megamäßig Sprit mit. Aus dem einfachen Grund, so können wir schneller fett fahren oder länger fett fahren und haben nachher nicht das große Problem am Ende, dass wir spritarm sind und dadurch dann eben langsamer fahren müssen, weil das wäre jetzt hier tatsächlich fatal, aufgrund dessen, weil wir hier wirklich einen sehr, 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 sehr hohen Vollgasanteil haben. Vorteil ist, wir sind in diesem Rennen sonnig. Das heißt, die Wolken werden ein bisschen variieren. Nachteil ist dabei, aufgrund des Wetters, diese Wettersimulation, das habe auch nicht nur ich, Gott sei Dank, toi, 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 ich klopfe dreimal auf Holz. Das haben auch andere Leute, wie PietSmiet zum Beispiel, die haben das genauso, dass die Wettersimulation den Rechner oder das Spiel ab und zu einfach mal ruckeln lässt. Das ist halt das Problem, das mit dem Wolkenwechsel-Spielchen. Das müssen sie auf jeden Fall noch in den Griff kriegen, so dass wir vernünftig fahren können, damit wir eben nicht mehr diese Standbilder haben, weil die sind echt fatal, muss ich echt sagen. So, Freunde, wir gehen zum Start. Wünscht mir einfach Glück, dass ich einen guten Start hinkriege und dass ich die erste Kurve wirklich unbeschadet überlebe. Das wäre ganz cool. So, auch hier natürlich wieder mega. So, beste Startposition. Mal sehen, ob ich es verkacke oder nicht. Dräng mich nicht ab, ich bin hier auch noch. Alter, Freunde. Wie ich es einfach hingekriegt habe. Lol, mein Herz. Ich habe kein DRS. Alter, wie krass. Hallo Auto, du bist schwer, ich weiß. Alter Schwede, ey. Hier sind die alle schneller, weil ich habe hier natürlich scheiß Flügeleinstellungen. Aber das erklärt es wahrscheinlich auch, warum ich so gut an Hamilton vorbeikam. Wow.
Alter! Aufpassen bitte! Er ist gut dran, auf jeden Fall, der Macker. Ich kann mir auch vorstellen, sobald er Windschatten kriegt und oder DRS, kommt daran vorbei. Alter, Leute, ich führe in der ersten Runde schon das Rennen an. Unglaublich. Schon? So, Attacke. Jetzt weg. Bloß weg von ihm. Hauptsache, der Pfeil ist nicht mehr hinter mir. Elf Runden. Okay. Oh, das war ein bisschen zu optimistisch, wa? Ich habe gedacht, ich fahre mal so im Gang wie im Qualifying. Aber so der neue Motor, der ist schon Porno, muss ich echt sagen. Also vom Motor her sind wir ja richtig gut unterwegs. Ich habe ja wirklich alles erwartet, aber nicht das, Freunde. Schön. Es ist schön, dass man weiß, man hat Sprit im Überschuss und man kann damit richtig rumsauen. Im Übrigen Michael Schumacher seine Hausstrecke hier, ne? Und hier fing auch alles an. Finde ich gut. Jetzt geht's los. Eine schnellste nach der anderen jetzt hier. Jetzt hoffe ich ja nicht, dass er in der DRS-Zeit ist. Na, ist er. Scheiße, der kommt. Jetzt kann er es kriegen. Jetzt kann er es kriegen. Aktuelle behalten. Verstanden, geht in Ordnung. Warum soll ich denn früher reinkommen? Das mache ich nicht. Sollen die anderen doch früher reingehen? Oh, da sitzt mir aber einer gut auf der Pelle jetzt hier. Alter Braten. Hallo, beruhig dich doch erstmal. Bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. Hallo, Hubi. Da ist ein Hubschrauber. Geh mir nicht auf den Puffer, Alter. Okay. Sollen sie doch alle reingehen. Sollen sie doch einfach alle reingehen. Überhaupt keine Frage. Ey, du kannst hier so schön durchnageln. Richtig gut. Ich habe schon wieder Abstand nach hinten gewonnen. Sehr nice. Dann können die im Infield, sollen sie rankommen. Das ist mir scheißegal.
So. Ich glaube auch, die Kurve kannst du auch im fünften nehmen. Nicht so feige wie ich im vierten. Muss ich? Na gut, dann machen wir das. Dann fahren wir rein. Dann habe ich den neueren Reifen. Aber das sind die schnelleren Reifen hier, ne? 33% Abnutzung. Ja, los, komm. Boxenstopp. Das war knapp. Okay. Gut. Ich bin offensichtlich auch nicht der Einzige. Ferrari kommt auch. Okay. Komm raus. Sehr gut. Sehr gut. Nice. Geht das in Wirklichkeit auch so runter? Hä? Ich habe den Knopf nicht erwischt vom Pitstop. Ja, gut. Aber dafür haben wir DRS. Das ist voll okay. Kann ich mir leben. Kommst du aus der Box, kriegst erstmal DRS. Nice. Nein. Bitte bleib auf der Strecke. Danke. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Ich glaube, du spinnst. Wollte dir mit dem Platz eh wieder wegnehmen, hast du es gesehen? Komischerweise, die roten funktionieren hier besser als die lilanen. Ganz komisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich komme mit denen wirklich irgendwie besser klar. Und die sind noch kalt. Komisch. Muss ich echt sagen. Also hätte ich es nicht erwartet. Windschatten, ich komme. Ich weiß nicht, gehst du rein? Ja, hätte ich mich jetzt selber schön angeschissen. Felipe ist an der Box. Felipe an der Box. Da hätte ich mich jetzt selber ja richtig schön angeschissen. Bottas. Scheiße, ich komme als Dritter raus. Aber ich habe DRS. Und du nicht. La 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 la, ich fahr an dir vorbei, du altes doofes Ei.